kaum zu glauben, aber es ist endlich passiert. Lange Zeit war das GoXLR an sich das Audiogerät für Streamer. Doch kamen so gut wie gar keine Updates mehr. Nachdem dann auch noch alle Entwickler bei TC Helicon, die für das GoXLR zuständig waren, entlassen wurden, sah es echt nicht gut aus. Darüber hatte ich ja auch berichtet und auch empfohlen, das GoXLR nicht mehr zu kaufen, wenn man es noch nicht hat. Aber anscheinend wurden neue Entwickler eingestellt, denn es gibt ein unglaublich geniales Update, womit nun endlich Submixes genutzt werden können. Und in diesem Video schauen wir uns natürlich genau an, wie die Submixes funktionieren und was ihr dabei beachten müsst. Ganz wichtig, und das sage ich auch gleich vorab, das Update ist nicht nur für das GoXLR Mini, ihr könnt es auch für das normale große GoXLR nehmen. Also ob nur Mini oder normales GoXLR. Wenn ihr in der Software seid, solltet ihr eigentlich automatisch eine Update-Info bekommen. Ihr könnt natürlich jederzeit schauen, dass ihr hier auf der neuesten Version seid. Das ist zum Zeitpunkt des Videos jetzt die 1.6.4. Mit der 1.6 kamen die neuen Features und auch die Firmware eures Geräts wird dann aktualisiert. Natürlich könnt ihr, wenn das Ganze nicht mehr installiert ist, auch einfach die neueste Version über die Website von TC Helicon herunterladen. Was jetzt aber dazugekommen ist, und das ist ziemlich klein, aber doch ziemlich groß, sind Submixes. Submixes könnt ihr unter anderem hier im Mixer einstellen, denn dort könnt ihr ja die Lautstärken für die einzelnen Audiospuren einstellen. Und da merkt man auch ganz schnell das Problem, was es bisher gab. Denn wenn ihr nun die Lautstärken einstellt, zum Beispiel könnt ihr das Chat-Audio ja hochdrehen, dann hört ihr das Chat-Audio lauter auf euren Ohren. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass auch der Stream das Ganze in dieser lauteren Lautstärke hört. Also ihr habt nur einen Stream-Mix und Monitor-Mix zusammen. Ein Mix. Und das war das große Problem. Habt ihr etwas leiser gemacht, habt ihr es für den Stream leiser und für euch leiser gemacht, habt ihr etwas lauter gemacht, habt ihr es für den Stream und auch für euch lauter gemacht. Aber durch dieses kleine Feature, Submixes, was ihr jetzt hier einfach aktivieren könnt, könnt ihr nun pro Audiospur einstellen, wer was in welcher Lautstärke hört. Denn ihr habt hier unter anderem verschiedene Channels. Channel A ist immer dieses türkisblaue, türkis würde ich jetzt sagen, und das orangene ist Channel B. Das heißt, ihr könnt jederzeit Channel A und Channel B zusammen lauter oder leiser machen. Ihr könnt aber auch hier unten draufklicken, dann wird das Ganze nicht mehr gelinkt. Und dann könnt ihr zum Beispiel das Mikrofon auf Channel A leiser machen und auf Channel B lauter. Und das könnt ihr für den Chat machen, das könnt ihr für Musik, für Game, Konsole, Line-In, System und Samples. Also zwei Submixes getrennt voneinander regeln. Zum Beispiel, was ihr jetzt einfach machen könntet, ist, dass ihr die Musik hier einmal entkoppelt, dann zum Beispiel sagt, okay, für den Stream, nehmen wir mal Channel B, soll das Ganze auf 0% sein, weil ihr zum Beispiel urheberrechtlich geschützte Musik hört beim Zocken oder Streamen und für euch wird das Ganze schön aufgedreht. Und schon habt ihr da gar keine Probleme mehr. Aber dabei müsst ihr noch eine Sache unbedingt beachten, die wir uns gleich anschauen nach einem kurzen Wort vom Sponsor dieses Videos. Seid ihr auf der Suche nach Keys für Games, Microsoft-Produkte und vieles mehr? Dann solltet ihr euch einmal vip-scdkey.com anschauen. Dort erhaltet ihr Keys zu günstigen Preisen, die direkt Nachkauf per E-Mail an euch versendet werden und aktiviert werden können. Zum Beispiel einfach einen Account erstellen, nach Windows 11 Professional als OEM-Key suchen, in den Warenkorb legen und nicht vergessen den Coupon NT25 für 25% Rabatt anzuwenden. Nach kurzer Zeit erhaltet ihr euren Key per E-Mail und könnt diesen ganz einfach in Windows aktivieren. Nach der Aktivierung ist Windows komplett freigeschaltet und kann mit allen Features genutzt werden. Solltet ihr also auf der Suche nach einem günstigen Key für Windows sein, so klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung. Also was müsst ihr beachten, wenn ihr nun die einzelnen Submixes eingestellt habt? Das heißt, hier seid ihr durch, ihr habt A und ihr habt B. Ihr müsst das hier drüben natürlich auch zuweisen, nämlich ein Mix Assignment. Wenn ihr jetzt Kopfhörer an das GoXLR angeschlossen habt, ja, dann müsst ihr natürlich auch wissen, was kommt auf die Kopfhörer raus. Standardmäßig ist das A, das heißt alles, was hier links eingestellt ist mit diesem türkisen Schieberegler, das bekommt ihr auf eure Kopfhörer. Das Problem ist aber mit dem Assignment, dass das Ganze auch mit dem linken Kanal immer in den Stream geht, auf den Line-Out und auf das Chat-Mic. Jetzt solltet ihr euch hier entscheiden. Ihr könnt zum Beispiel sagen, okay, A, B für den Stream-Mix, A für Line-Out und A für Chat-Mic. Könntet ihr theoretisch machen, dann würde auf dem Line-Out von dem GoXLR auch
in den Lautstärken das Ganze rausgehen, wie ihr es für euch eingestellt habt. Und auch fürs Chat-Mic, also für zum Beispiel Discord, euer Mikrofon, würde dann auch die gleichen Lautstärken bekommen, wie ihr für euch eingestellt habt. Aber bringt das bitte nicht durcheinander. Es geht nicht alles, was ihr hier eingestellt habt, aufs Chat-Mic raus oder auf dem Line-Out. Denn das kombiniert sich natürlich auch mit dem Mix. Das heißt, wenn ihr euer Routing hier einstellt und ihr sagt, okay, auf meinem Chat-Mic soll mein Mikrofon zu hören sein und vielleicht noch die Samples. Alles andere nehme ich raus. Bedeutet das eigentlich nur, und man sieht es hier auch nochmal richtig schön farblich angezeigt, je nachdem, was ihr einstellt, dass auf dem Chat-Mic das Mikrofon in dieser Lautstärke rausgeht und die Samples in dieser Lautstärke. System, Line-In, Konsole, Game, Music und Chat, die gehen zwar, obwohl hier eine Lautstärke eingestellt ist für das Ganze, nicht auf diesem Mix raus. Also, bitte nicht durcheinander bringen. Hier stellt ihr sozusagen die Lautstärken für die beiden Kanäle ein und auch, wo welcher Kanal hingehen soll. Und im Routing stellt ihr ein, was auf diesen einzelnen Ausgängen nachher wirklich rausgehen soll. Also die beiden Unterschiede habt ihr. Eine Sache wird euch sicherlich auch noch aufgefallen sein, und zwar ist hier nicht mehr die Möglichkeit, den Monitormix in der Lautstärke einzustellen. Das liegt einfach daran, dass ihr ja euren Monitormix jetzt einfach hier über den Channel A einstellt. Also hier stellt ihr ein zum Beispiel, wie laut ihr euch selber hört. Und das braucht ihr dann nicht mehr durch eine extra Option. Das Einzige, was jetzt hier noch nicht beachtet worden ist, wenn ihr zum Beispiel auf Configure geht, dann könnt ihr die einzelnen Kanäle auf dem Go XLR sozusagen zuweisen, mit welchem physischen Schieberegler ihr welchen Kanal steuert. Wenn ihr zum Beispiel auf Channel 1 das Mikrofon habt und auf Channel 2 habt ihr dann zum Beispiel, sagen wir mal, Chat, dann habt ihr da die Schieberegler. Ihr seht das Ganze auf dem Bild, wenn ihr das sozusagen verschiebt, dass ihr dadurch das Ganze einstellen könnt. Es geht ja hier oben im Bild mit. Jetzt schaut euch aber mal an, was passiert. Also ihr habt hier A keine Auswahl, ob ihr jetzt den A- oder B-Submix damit regeln wollt. Und im Mixer werdet ihr sehen, was passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel das Mikrofon lauter und leiser mache mit dem Schieberegler auf dem Go XLR. Ich habe nur noch die Möglichkeit, den A-Kanal dadurch sozusagen lauter und leiser zu stellen. Wenn ich jetzt das Ganze im Verhältnis richtig eingestellt habe und ich möchte mit diesem Schieberegler im Verhältnis lauter und leiser stellen, kann ich das Ganze jetzt zwar connecten und kann dann sozusagen beide lauter und leiser stellen, aber man kann nicht sagen, man kann mit dem einen zum Beispiel den A-Kanal und mit dem anderen den B-Kanal regeln. Das fehlt meiner Meinung nach noch, aber wenn man das vorab einmal richtig einstellt, in der Regel schiebt man an den Schiebereglern sowieso nicht mehr so viel rum. Das nochmal bitte zu beachten. Eine Sache verändert sich aber definitiv nicht, und zwar in OBS Studio braucht ihr, wenn ihr nur den Mix nutzen wollt, weiterhin das virtuelle Audiogerät Broadcast, StreamMix, TC Helicon Go XLR oder TC Helicon Go XLR Mini. Also da verändert sich nichts, da bekommt ihr jetzt nicht noch weitere Geräte für die einzelnen Submixes. Das bitte auch beachten, solltet ihr da irgendwie getrennte Audiospuren noch in OBS einbinden. Jetzt würde mich aber mal interessieren, wer von euch nutzt das Go XLR noch, und wenn ja, was haltet ihr von diesem Update? Schreibt mir dazu doch gerne mal was unten in die Kommentare, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao!